Mein Name ist Jonas Arlet und ich arbeite mittlerweile schon seit über 6 Jahren selbstständig als Designer im digitalen Bereich und außerdem produziere ich auch einen wöchentlichen Web- und Design-Podcast, in dem es ja gerade um Design im digitalen Bereich geht, aber auch um Freelancing, um gewisse Arbeitsprozesse, ja, auch um die Zusammenarbeit mit Kunden und eben alles, wo sich diese Bereiche so irgendwie überschneiden. Und der Grund, warum ich diesen Podcast gestartet habe, ist, weil ich einfach lange Zeit, vor allem aus dem deutschsprachigen Raum, einfach keinen Podcast gefunden habe, der sich genau eben mit diesen Themen beschäftigt. Und deswegen habe ich Anfang 2017 mich entschieden, einfach einen eigenen zu starten und mein Wissen und meine Erfahrung einfach an andere Designer weiterzugeben. Das Ganze ist eher als ein Experiment auf meinem Blog gestartet, aber es ging vor allem jetzt im letzten Jahr so in eine Leidenschaft über und mittlerweile sind es wirklich tausende Designer, Freelancer und Selbstständige, die da von unterschiedlichen Orten auf der ganzen Welt reinhören. Und das ist unglaublich für mich und vor allem eben dieses positive Feedback, das ich erhalte, ja, auch die Fragen, die mir wöchentlich Leute schicken. Das hat mich einfach dazu ermutigt, auch weiter am Ball zu bleiben und neue Folgen zu produzieren und ein Stück weit auch einen Teil meiner zur Verfügung stehenden Zeit eben in dieses Projekt zu stecken. Aber falls du auch als Design-Freelancer arbeitest, dann weißt du ja wahrscheinlich, wie wertvoll auch unsere Zeit ist und dass wir auch nur überleben können, indem wir eben auch Geld mit Kundenaufträgen generieren. Und das hat mich so ein bisschen in eine Richtung getrieben, wo ich mich entscheiden musste. Muss ich vielleicht den Podcast eher aufgeben? Andererseits wollte ich auch nicht irgendwie jedes Wochenende damit verbringen. Und deshalb musste ich mir irgendwie eine Lösung überlegen, die legitim diese 6 bis 7 Stunden, die wirklich durchschnittlich in so eine Episode fließen, wie ich die einfach irgendwie finanzieren könnte. Und genau da kam Patreon mit ins Spiel. Und Patreon, das ist eine Plattform, die es mir mit deiner Unterstützung ermöglicht, eben auch in Zukunft weiterhin neue Episoden zu produzieren und den Podcast einfach noch besser zu machen. Und das Ganze ist sozusagen ein Austausch auf unterschiedlichen Leveln. Das heißt, je nachdem, mit welchem Betrag du mich da unterstützen möchtest, ja, erhältst du zum Beispiel Zugang zu ja, monatlich mehreren Extra-Folgen. Das heißt, ich sende dir einen privaten RSS-Feed, wo du ganz normal wie bisher auch über deine Podcast-App diese Sonderfolgen anhören kannst, aber dort gehe ich noch tiefer in die Materie rein. Das heißt, ich behandle auch wirklich diese Probleme, die dich im Alltag beschäftigen und helfe dir da weiter. Oder du kannst mir bei so einer Live-Q&A ja Fragen stellen und ich beantworte die. Oder du kannst mir beim Layouten über die Schulter schauen. Oder ja, ich helfe dir speziell in einem persönlichen Coaching einfach, dein Design-Business auf das nächste Level zu bringen. Egal mit welchem Betrag du mich also unterstützen möchtest, mir hilfst du damit, weiterhin auch neue und wertvolle Inhalte zu produzieren, die dich als Designer auch weiterbringen. Und genau das ist es, was ich eben auch möchte. Und das Ganze geht super einfach. Das heißt, das Erste, was du machst, ist ein Paket auf Patreon auswählen. Dann sende ich dir eine E-Mail mit einem Podcast-Link, den du dann in jeder Podcast-App einfügen kannst und dann erhältst du monatlich mehrere exklusive Sonderfolgen. Ich freue mich schon drauf. Ach, und bevor ich es vergesse, falls du den Podcast noch gar nicht kennst, ich packe dir mal einen Link in die Videobeschreibung. Der führt dich zu einer Seite, wo du schon über 50 Folgen zu Design- und Freelancer-Themen dir anhören kannst. Komplett kostenlos. Würde mich also freuen, wenn du da einfach mal reinhörst.